Es geht weiter mit Horizon Forbidden West. Moin, hier ist der Angelus. Wir befinden uns in der Mission Gemini. Wir wollen Hephaistos endlich einfangen. Noch und ist in alles ruhig. Gaia einbauen, aber er konnte fliehen. Er ist weiter in die... Stark, aber Aloy und ich haben schon größere erlebt. Weiter in die Brutstätte ist er rein. Ich zweifle nicht daran. Der Boden ist aufgerissen. Also, schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Wir machen weiter hier in der Brutstätte Gemini und jagen jetzt Hephaistos. Und Beta kümmert sich hier um den Kern und wird von Val beschützt. Danke für den Daumen hoch in der letzten Folge, wo die Mission hier gestartet hat. Okay, episch ging's los. Ich muss Hephaistos finden und ihm aus seinem Versteck scheuchen. Wo immer er ist, er muss in den Kern zurück. Ja. Sonst kann Gaia ihn nicht absorbieren. Noch mehr Verteidigung. Der hat das hier gerade zugemacht. Okay. Da kann ich rüber gleiten. Hier oben eher nicht, ne? Komme! Aloy, ich habe mich in deinen Fokusfeed gepatcht. Du solltest wissen, dass in der nächsten Kammer ein enormer Stromverbrauch herrscht. Danke für die Info. Ich bin fast da. Ein enormer Stromverbrauch in der nächsten Kammer. Also hat er noch mehr Maschinen aktiviert. Wollen wir hoffen, dass er nicht noch was nachbauen kann. Hier, diese Drohnen fliegen noch. Das ist eine Art Produktionskammer. Aha. Hephaistos plant irgendwas, keine Frage. Da ist auch was im Wasser. Was für eine Maschine versucht er zu bauen? Ich weiß es nicht, aber ich werde es verhindern. Ich wette, diese Metallträger führen mich zu seinem Materialvorrat. Ich wette, da versteckt sich auch Hephaistos. Er baut eine neue Maschine. Bestimmt was, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Irgendwas Krasses. Das blubbert schon. Ich lasse diese Pflanzen hier nochmal stehen. Falls ich hier in dem Raum kämpfen muss. Okay. Ich muss herausfinden, wo Hephaistos sich versteckt. Es gibt hier wohl zwei Wege. Es gibt zwei Wege? Erkunde die zwei Kammern. Ich verstehe ihn noch nicht mal, wenn er so aus der Entfernung nur zu hören ist, der weiß das. Ich konnte die meisten Bauteile neu verbinden, aber der Energieprozessor, der ist kaputt. Das wir ist können hoch. Keinen neuen herstellen, also kann ich den Kern nicht reparieren. Okay, mal sehen. Was, wenn du den Prozessor umgehst? Verbinde ihn mit dem Energieknoten. Das könnte klappen. Ich glaube auch. Jetzt auch mal alleine drauf kommen können. So was Einfaches. Ja, da unten komme ich nicht rein. Gehen wir wieder hoch. Da würde ich gerne hoch jetzt. Genau. Kann man Brutstätte Gemini ja doch noch erkunden. Nur ein bisschen anders als gehofft. Ich glaube, ich könnte auf einem der Metallwagen mitfahren. Okay. Nehmen wir den hier. Okay, da sind auch ganz viele Sachen am Arbeiten und Maschinen. Nur noch ein
bisschen. Schmelztiegel arbeiten auch hier. Wie kriege ich jetzt Hephaestus hier raus? Da muss ein Knoten sein, den du überbrücken kannst. Bei der mittleren Plattform. Danke. Aber ich sollte mich erst um die Maschinen kümmern. Allerdings. Wir können hier nicht raufspringen. Von oben meucheln wäre doch geil gewesen. Hab dich! Das hat er überlebt. Das jetzt aber nicht. Ja, fall mal um. Steht er erstmal wieder auf, um nochmal umzufallen. Witzig. Einer weniger. Unten sind noch einer mindestens. Jetzt mit deiner Maschine hoch. Leider stehen die alle so weit weg, dass wir da nicht raufmeucheln können. Die Maschinen haben es aber eilig. Einsatzbereit machen. Nein. Hey, er steht noch. Oh, der ist größer. Mama Chicken. Ja, schmeiß mich wieder runter, ey. Dann komm wenigstens auch mal runter. Dann können wir hier unten kämpfen. Oh, nicht so schnell. So ist es nicht. So, wenig abgemacht. Wenn das nicht umgeworfen hat, ne? 80% Leben weg. Will ja trotzdem noch weiter rumnerven. So, da war doch bestimmt noch eine Maschine, oder? Ich glaube, eine ist doch noch. Ist nicht noch da oben raufgelatscht? Nö. Leitungen A2 und B63 umschalten. So wie sich das anhört, spielt er, glaube ich, Schiffe versenken, oder? Der gute Hephaestus. Ah, hier ist auch noch Stuff hinter. Notfall ablassen von Pipeline J85 aktivieren. Aktiviere Gegenmaßnahmen. Hat das geklappt? Passiert was? Erledige die Maschinen. Oh nein! Oh, na toll. Da kommen noch mehr Maschinen. Beta! Hephaestus lässt mich nicht an den Knoten. Irgendwelche Ideen? Ich schau mal nach. C-Typ 8 und R-Typ 4 einsatzbereit machen. Bin ich froh, wenn der mal den Rand hält. Wo sind die hin? Da. Sie haben Aloy auf jeden Fall aus dem Augen verloren. Sensor Array K2 aktivieren. Vielleicht kann ich einen von denen überbrücken. Ey, das springt der wieder runter. Komm mal her. Ne, die sind ja rot, ne? Oh! Was macht der denn? Der zieht mich einfach ran. Nice, umgeballert. Ne, übernehmen kann er die sowieso nicht. Aber so kann ich die hier oben schön in Ruhe ausschalten. Während unten ja der Dicke da auf dem Loch ist. Sensor Array K2 aktiviert. Oh, jetzt schießt der auch schon von unten. Er schießt Feuer, also ist er anfällig gegen Eis? Ist er das? Nee, Wasser. Wasser und Säure. Okay. Ach komm. Er hat nicht mal in meine Richtung geschossen. Geht voran. Ja, sah schön.
Schön aufweichen, das Ding mit Säure. Alle erledigt. Ich habe den Netzwerkhub des Knotens angezapft und konnte Hephaestus die Kontrolle entziehen. Du solltest ihn jetzt überbrücken können. Sehr gut. Danke. Ja, danke. So. Das war meine letzte Elite-Säurefalle, die ich da verwendet habe. Aber die sind immer echt so gut, die Dinger. Also wieder rauf. Schwebt denn hier noch ein Kanister rum? Hat einer von den Maschinen hier hochgeschossen? Verbrennungsausstattung um 45% erhöhen. Hat's geklappt? Zwinge Hephaestus zurück in den Kern. Klingt, als sei er in eine andere Kammer geflohen. Tja, er sollte es sich nicht zu gemütlich machen. Na toll. Dann muss ich in der anderen Kammer jetzt wahrscheinlich nochmal das gleiche machen wie hier. Maschinen ausschalten. Energie. Und den da wieder hacken. Na toll. Der Gang ist voller Plasma. Ich muss da irgendwie rüber. Hey, Loi! Es kommen mehr Maschinen! Bitte sag mir, dass du bald fertig bist! Ich arbeite daran. Hier sind auch ganz schön viele Maschinen. Ich glaube, Erin verpasst was! Aloy, ich komme hier ganz gut voran, aber ich brauche etwas, das das Schaltmodul zusammenhält. Mhm. Ein Gelenkband von einem Maschinenkadaver? Ja, oder etwas leuchtendes Geflecht. Und dann mit einem Umwandlungszylinder verstärken. Für verbesserte Konnektivität! Ich glaube, wir schaffen das, Aloy. Endlich klingt Peter mal zuversichtlich. So, wir dürfen jetzt nicht mehr runterfallen wegen dem ganzen Plasma. Oh, Maschinen. Die laufen in die Richtung, dann gehe ich dem hinterher. Sind bestimmt nämlich auch auf dem Weg zur Verteidigung. Da oben ist Energiedings vor, da kann ich nicht rein. Ja, aber auch nicht. Ich muss an diesem Schild vorbei. An diesem Schild vorbei. Vielleicht kann ich die Schienen für mich nutzen, was um über den Schild zu kommen. Da über. Ach, da kann man. Ja, okay. Okay. Kann ich da irgendwo rauf, ja? Vielleicht. Knapp. Vielleicht kommt man irgendwie über den Schild. Okay, wir sind wieder oben. Jetzt kann ich hier rumgleiten. Ist ja auch geil. Juhu! Okay. Ich muss Hephaestus hier rausjagen. Es sollte noch einen Knoten geben. Okay. Stachelschnauzen da vorne. Der steht ja auch auf. Okay, der muss weg. Feuer, Wasser. Ich glaube, mit der einen Wasserbombe hier müsste der sofort sterben. Ja, sag ich doch. Eine Wasserbombe, ey. Ein paar Negativeffekte auf mir drauf hier, aber geht noch. Ist ja am Dampfen, die gute Aloy. Ist das noch eine Maschine oder sind das andere bewegliche Teile, die man hier noch hört? Erledige die Maschinen. Wieder welche neu gekommen? Oh, nicht schon wieder. Scheiße. Das klingt nicht gut. Ich versuche den Zugriff wiederherzustellen. Ich
Auch anfällig gegen Wasser vielleicht? Eis. Warum mal Eis? Nicht gewartet. Das war doch voll draufgeschossen. Jetzt. Ja, das war jetzt aber nicht viel Schaden. Ah, jetzt ist wieder weg. Der verbrennt. Der verbrennt. Verbrenn! Den Munition sparen. Also verbrenne. Den Kanister hier wieder neu bauen. Oh, dann noch ein bisschen Eispfeile neu bauen. Okay. Das Feuer ist aus, der ist nicht verbrannt. Toll, ein kleiner Schuss noch. Erledige die Maschine immer noch mehr. Die kommt immer in kleinen Wellen hier raus, glaube ich. Wer kommt jetzt? Ich sehe keine. Versteckt sich hier noch jemand oder ist er noch nicht gekommen? Sie suchen nach mir. Sie suchen nach mir? Wer denn? Hat das System nicht mitgekriegt, dass ich alle Maschinen getötet habe? Da rennt noch einer rum. Das schleicht da umher. Gibt keinen Ton von sich. Der ist ja witzig. Da! Einfach so ein Krallenschreiter hier. Der spaziert ja einfach auch geschmeidig rum. Wo geht denn der hin? Der ist doch kaputt, oder? Guck mal. Kann der auf? Kann der... Wieso kann der hier einfach hoch? Der ist doch kaputt, oder? Entdeckt. Ja, ich will ja auch, dass er da... Komm mal da runter! Das ist außerhalb der Map! Spring! Deswegen lief das hier nicht. Die Maschine funktioniert nicht richtig. Die Feste ist jetzt hier scheiße gebaut. Jetzt findet er auch keinen Vater, wieder runterzukommen, ne? Voll ätzend. Irgendwas ist der schwach. Lass mal nicht hier. Blitz. Gegen Blitz habe ich nichts. Muss ich meine ganze Sprengpfeile ausprobieren. So eine schöne Mission und dann eine kaputte Maschine. Der letzte Schuss. Ja, leider. Analyse abgeschlossen. 82%. Das waren alle. Und? So, Knotenzugriff wiederhergestellt. Jetzt kannst du überbrücken. Sein Kadaver, der fällt jetzt hier. Ja, ich hatte echt mehr zu tun. Ich musste mit kaputten Maschinen kämpfen. Also der Kadaver, der fällt jetzt runter da oben, ey. Ich hätte ihn ja nicht mal da oben hingekonnt. Außerhalb der Karte. Leistung um 74% erhöhen. Löschung steht bevor. Rückzug in Konstruktionsbucht 1. Okay. Rückzug. Festes gehen allmählich die Verstecke aus. Na super, er hat noch ein Versteck. Aloy? Was denn? Ich stelle gerade einen starken Energiestoß in der Produktionskammer fest. Ah. Da ist etwas im Gange. Ja, also. Alles leuchtet. Die Maschine, die Herr Festes gebaut hat, sie muss fertig sein. Was auch immer das ist, es ist sehr stark.
Ich bin hier mit dem Kern fast fertig. Sollen wir zu dir kommen? Vielleicht kann ich die Maschine ablenken. Nein, Beta. Bleib einfach, wo du bist, ja? Die Maschine ist mein Job. Okay. Pass auf dich auf. Okay, ich bin in der Kammer. Was hat denn der jetzt gebaut? Eine neue Maschine? Ah, das ist so ein Schlachtrücken, diese neue, ne? Die habe ich noch nicht besiegt. Ich glaube, sie lädt auf. Schlachtrücken. Okay, schwach gegen Eis und Wasser. Dann hier schnell Elite-Wasserbomben hin. Eine hier. Eine behalte ich dann noch. Sie ist jetzt bereit und voller Plasma. Eine noch hier hin. Abgetrennt. Oh, nice. Abgetrennt? Ah. Okay, die heftigen, ey. Hey, da war stand ich gar nicht mehr. Also, ich glaube, solange dieser Schwanz... Das Plasma auf mir. Das kann jederzeit explodieren. Schwanzschuss da aktiv ist. Rennt die da nicht hin, oder? Doch. Ja, komm schon. Geh hin. Ein Stückchen noch. Plasma-Gegner sind echt nervig. Hab ihn erwischt. Mit dem Wasser. Komm schon, du schießt. Jawoll. Und da geht er down. Alle Kampfmaschinen erledigt. Geschafft! Es müsste noch einen letzten Knoten geben. Gut. Halt dich bereit. Ich schicke Hephaestus zu euch zurück. Elite-Bomben, ey. Die sind krass. Guck mal, man sieht sogar, wie die Säure hier blubbert. Seht ihr? Voll nice. Ah, jetzt ist sie weg. Schade. Sah aber cool aus. Alter, Elite-Bomben, ey. Die sind so gut. Jetzt habe ich aber auch keine mehr fallen. Aber ich kann neue bauen an der Werkbank oder sowas. Müsste ich dann neue herstellen können von den Elite-Fallen. Die sind echt stark. Und man kriegt sie ja sogar noch stärker, wenn man noch die Mutfähigkeit nimmt. Ich habe jetzt hier im Kampf gar keine Mutfähigkeiten eingesetzt. Aber hat ja auch eigentlich ganz gut so geklappt. Aber mit den Mutfähigkeiten kriegt man die Fallen noch stärker. Ich glaube, hätte ich ihn mit zwei Fallen, glaube ich, locker ausschalten können hier. Und das sind die stärksten Kampfmaschinen im Spiel, diese Dinger. Noch heftiger als Dornenrücken, was aber auch an der ganzen Bewaffnung liegt, was die haben. Diese Plasmageschütze und so. Kein Verstecken mehr, Hephaestus! Na schon, steht bevor. Wohin? Zug in den Kern der Anlage. Okay, Hephaestus ist zurück im Kern. Geil. Sorg dafür, dass er dort bleibt. Ich komme zurück. Ich will auch. Und dann starten wir die Verschmelzung. Okay. Alles dank dir, Beta. Ich bin froh, dass du hier warst. Und du, Val. Ohne dich hätten wir das alles nie geschafft. Ja, gleichfalls, Aloy. Okay, hier kann man ganz entspannt langlatschen. Puh, mal gucken. Ob er nicht noch einen Ass im Ärmel hat, der Hephaestus. Da ist er. Jetzt sieht man wieder am Leuchten, dass er da wieder reingeflogen ist. Und hoffentlich ging bei den anderen Brutstätten auch alles gut. Aloy, ja. Die Umgehung ist fertig. Juhu. Der Kern ist stabil. Hephaestus ist zu 100% gesichert. Dann fangen wir mal mit der Verschmelzung an. Alles bereit. Gaia, stell die Verbindung her. Fertig. Und Beta durfte den Knopf drücken.
Zur kompletten Verschmelzung müssen wir Hephaestes bösartigen Code entfernen. Vorsichtig. Dort! Die Flügel der Zehen. Die Zenith! Oh, hallo, redundante Kopie. Du hast uns recht viel Zeit gekostet. Eric, hol Beta. Und zerquetsch diese Wanze, wenn du schon dabei bist. Eiswahl. Das war schön. Ihr solltet da raus. Los, hinter mich. Komm schon. Schluss mit dem Blödsinn. Jetzt geht der Spaß los, oder? Nein! Nein, Wal! Nein! 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 Eloy! Na endlich! Tilda, mach Gaia und Hephaestus transportbereit! Tilda! Ich hab versagt. Psst. Nicht alles ist verloren. Tilda! Was zum Teufel machst du? Halt sie auf! Ich sehe sie nicht mal! Tilda hilft dir? Oh Mann, Vale, der ist einfach getötet worden. Und Beta hatte Aloy darum gebeten, dass sie sie tötet. Weil sie nicht gefangen genommen werden wollte. Sie wollte nicht wieder als Sklavin enden. Beta! Aber... Aloy konnte sie nicht erschießen. Sie hat es nicht übers Herz gebracht. Wo bin ich? Ah, du bist wach. Du wurdest beim Angriff von Gerard verletzt. Du hast bestimmt noch ziemlich starke Schmerzen. Wir sind auf jeden Fall in Sicherheit. Die anderen können uns hier nicht finden. Du meinst die anderen Zeniths. Du bist wohl Tilda. Ich war nicht sicher, ob Beta von mir erzählen würde. Hat sie? Wo ist sie? Am Leben. Nicht dort, wo sie sein will, doch nicht in akuter Gefahr. Wir müssen planen, wie wir sie zurückholen, wenn du die Spinnweben los bist. Komm die Treppe runter in die Halle, wenn du bereit bist. Ich mache währenddessen Frühstück. Frühstück. Okay. Alter, Aloy hat gerade voll den guten Freund verloren und sie macht Frühstück. Hm.
Mehr bleibt nicht. Neues Zwischenspiel. Gehe zu Tilda nach oben. Alter, was ein Ende. Warum hat Tilda mich hergebracht? Ja. Puh, Leute, das müssen wir jetzt erstmal verarbeiten, ey. Da kriegen wir Hephaistos, alles klappt super und dann tauchen natürlich die blöden Sinus auf. Oh, und wie sollen wir so diese Nachricht übermitteln, dass Val es leider nicht geschafft hat? Puh. Okay, Leute, das war Folge 151 von Horizon Forbidden West. Lasst einen Daumen nach oben da für das Video, wenn es euch gefallen hat. Und dann bis zur nächsten Folge. Und dann reden wir hier mal mit Tilda und gucken mal, warum die Zenith uns jetzt hier unterstützen möchte. Es ist übrigens Trinity aus Matrix. Also, bis zur nächsten Folge. Ciao.